Das Marvin-Video. Hast du schon Marvin-Video geschaut? Habe ich schon geschaut. Wir gehen rein in Marvins Video. Da bin ich wieder. Letztes Mal sind wir ja schon in die Welt der Esoterik und der Magie abgetaucht und haben gemerkt, dass da sehr viel gemauschelt wird, dass Esoterik nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist, aber da eine Menge Kohle zu holen ist. Wenn man Fake-Produkte verkaufen will und damit eine Menge Kohle machen möchte, dann braucht man Influencer, die dafür werben. Und auch dieses Mal habe ich Vanessa Mariposa angefragt. Die hat ja schon zweimal gelogen gehabt. Und der wesentliche Bestandteil dieser Creme ist das durch Urangestein gereinigte Wasser. So geil, so geil. Ich habe den Film schon vor allen anderen angeschaut und muss sagen, ich bin richtig begeistert. Er hat sie schon zweimal hochgenommen. Und jetzt beim dritten Mal ist sie auf meine Anfrage nicht eingegangen und ist ehrlich geblieben. Und mit dem Code, MarvinFake10 bekommt ihr 0 Euro Rabatt. Außerdem hat sie mein Projekt mit 2 Reels und 4 Stories in die Öffentlichkeit getragen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es wirklich gescheitert. Alle Welt hat es mitbekommen. Aber scheinbar hat sie einige Bots auf ihrem Kanal, denn irgendwie hat es gar keinen gejuckt. Und deswegen sind auch noch 2 weitere Influencer drauf reingefallen. Herzlich willkommen bei Art Attack. Es ist an der Zeit, mein erstes Paket rauszuschicken. Und dafür braucht man nichts anderes als einen cleanen weißen Karton, ein bisschen Füllmaterial, damit es hübsch aussieht, feinstes Seidenpapier in Gold, unsere tollen Wundersteine, die kommen noch in so einen schönen Samtbeutel, noch 2 Giveaway-Sachen dazu und eine Karte, auf der sogar steht, Marvin war hier. Könnte man drauf kommen, ich lege sie einfach mal mit rein. Lol, jetzt geil. Fehlt nur noch eine Prise Magie und schon kann das Paket ab zur Post. Wirklich, das war's. Aber nochmal allen Ernstes. Ich persönlich finde ja, jeder soll an das glauben, was er oder sie möchte. Aber wenn auf der anderen Seite Menschen stehen, die sich an der Verzweiflung oder dem Aberglauben anderer Menschen bereichern, und das passiert nun mal mit solch einem Paket, da sind Steine drin, die ein paar Cent kosten, und jetzt gibt es Influencer, die einfach behaupten, dass diese Steine Depressionen oder Krebs heilen können, dann finde ich, wird es ganz, ganz schwierig. Ich bin mal gespannt, ob unser erster Kandidat seinen Test besteht. Einige sagen ja immer, dass ich meinen Influencer-Freunden nie die faire Chance geben würde, mich zu erkennen und darauf zu kommen, dass ich sie veräpple. Aber ich sage mal so, ich habe einige Easter Eggs versteckt. Easter Egg Nummer 1, in jedem einzelnen Produktfoto war ein Kinderfoto von mir versteckt. Easter Egg Nummer 2, in dem Briefing, was alle Influencer in der ersten Mail bekommen haben, war ein Foto von mir als Frau versteckt. Easter Egg Nummer 3, die Namen aller Absender haben auf irgendeiner Sprache Falle oder Reinlegen ergeben. Easter Egg Nummer 4, in jedem Paket war eine Grußkarte drin, wo sogar drauf stand, Marvin war hier. Easter Egg Nummer 5, in jeder Der Typ ist so geil, ne? Gab es unten einen geskripteten Verlauf, wo Folgendes drin stand. Unter uns, so richtig glauben wir da auch nicht dran, aber die Leute kaufen es wie verrückt. Da wir unsere Produkte auch direkt aus China importieren, können wir auch eine enorme Marge von bis zu 900% erzielen. Natürlich auch interessant für eure Umsatzbeteiligung. Also zusammengefasst, ein geldgeiler, gewissensloser Influencer, wer dafür wirbt. Magie, spirituelles Wachstum, Manifestation und echte Heilsteine. Wenn du neu bist, musst du erstmal mit deiner eigenen Energie umgehen können. Beziehungsweise du musst dich mit deinen Chakren beschäftigen. Ich selber meditiere mit 7 Steinen, bevor ich schlafen gehe. Dieser Christ. Heilige Scheiße, dass das überhaupt gibt, ne? Oh mein Gott. Teil wird auch mit Krebsheilung in Verbindung gebracht. Mir persönlich hat er bei emotionalen Tiefen sehr geholfen, da er auch das Nervensystem beruhigt. Dieser kleine Glasstein kann Krebs heilen? Das muss strafbar sein. Diese gewissenslose Fee heißt übrigens Jasmin und hat über 300.000 Follower auf TikTok. Und sie hat relativ schnell zugesagt, für meine Marke zu werben, das heißt für Geld falsche Heilversprechen zu geben. Ich habe sie überall stehen, da sie sogar Elektrosmog von Geräten von einem wegleiten. Du musst darauf achten, dass deine Steine 100% echte Heilsteine sind. Meine Chakrasteine sind von einer sehr guten Seite, Zodiac Essential. Ich verlinke sie euch. Bei Zodiac Essential bestelle ich gerne wieder. Da habe ich auch meine Tarotkarten her, da ich es endlich lernen will. So kann ich mich mehr mit der Energie des Universums verbinden. Es ist mir oft so super unangenehm, ein Influencer zu sein, weil die sind ja auch Influencer, ne? So ist das Gefühl, das allgemeine Bild von U40 Leuten. So stellen sich jeden Influencer vor. Man muss sich einfach mal der Tragweite bewusst werden, was Jasmin hier gegenüber ihren Fans behauptet. Über Steine, die ich ihr zugeschickt habe und wo ich mir alles ausgedacht habe. Sie behauptet, dass sie gut fürs Nervensystem wären, gut fürs Immunsystem wären, Elektrosmog fernhalten würden und sogar Krebs heilen könnten.
Zusammengefasst, sie lügt einfach für Geld. An der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Kein Stein dieser Welt kann das, was die Influencer hier behaupten. Bei körperlichen und psychischen Problemen helfen nur wahre Experten. Alle Links dazu natürlich in der Videobeschreibung, denn da findet ihr die Hilfe, die ihr wirklich braucht, von echten Experten. Krass, dass Jasmin wirklich 1:1 das blind nachplappert, was in meinem Briefing drinsteht. Wenn man sich aber noch mehr mit ihren Videos auseinandersetzt, dann stellt man sehr schnell fest, dass sie sowas öfter behauptet. Manchmal für Geld, aber manchmal auch einfach aus Überzeugung. Sei es Liebeskummer oder Misshandlung, heilt dieser Stein alle seelischen Verletzungen. Übrigens habe ich einen Rabattcode für diesen Stein in meinem Profil. Und ich habe gehört, er ist bald ausverkauft. Also überlegt's euch. Falls du Schlafstörungen oder eine Konzentrationsschwäche hast, dann lass mich dir helfen. Der Selenit. Der blaue Opal macht glücklich. Gut gegen Depressionen. Halt's mal, das ist so krass. Schenkt Lebensfreude, fördert die Fähigkeit zur Kommunikation. Wenn du dir auch was Gutes tun willst, Link ist in der Bio. Ich habe mal bei der Verbraucherzentrale in Brandenburg nachgefragt, ob sich Influencer denn mit solchen Aussagen strafbar machen. Man kann sagen, dass CreatorInnen auf jeden Fall die Verantwortung dafür tragen, dass sie Werbung machen, die auch zulässig ist. Und unzulässig ist Werbung für solche Heilmittel, also jetzt mit medizinischem Bezug, wenn das entsprechende Produkt nicht entweder als Arzneimittel zugelassen ist oder als Medizinprodukt registriert ist. In jedem anderen Fall ist Werbung, die ein Heilversprechen mit medizinischem Bezug mit sich bringt, tatsächlich unzulässig. Und dafür sind die CreatorInnen verantwortlich. Neben der Strafbarkeit ist es auch moralisch mehr. Ja, jeder kann so viel gendern, wie er möchte, aber ich bin bei englischen Begriffen gendern so sauer jedes Mal. Das sind Streamer und Creator. Das sind englische Wörter. Also CreatorInnen und StreamerInnen macht mich sauer. Das macht mich sauer. Wirklich. Sonst ist alles. Ich habe sonst kein Problem, wenn irgendjemand gendert. Aber bei englischen Begriffen bin ich richtig sauer. Wirklich. Mehr als fragwürdig, die Verzweiflung anderer auszunutzen. Menschen, die unter Depression oder Burnout, Beschädigung des Bewegungsapparates, Krebserkrankungen oder Unfallverletzungen leiden, können oft von heute auf morgen nicht mehr arbeiten und haben dadurch kein Einkommen mehr. Und da es jederzeit passieren kann, dass man außer Gefecht gesetzt ist, sollte man sich frühzeitig absichern und über eine Berufsunfähigkeitsversicherung informieren. Die zweite Influencerin, die mir auf den Leim gegangen ist, ist Tanja Makaric, die neue Freundin von Julienko. Und die ist in den letzten Monaten schon häufiger aufgefallen, zum Beispiel wegen der Werbung für illegal im Glücksspiel. El Gordo ist die größte Weihnachtslotterie auf der Welt. Die Gewinne sind bis zu 2,5 Milliarden Euro wert. Also wirklich unglaublich. Und ihr könnt es jetzt in Deutschland spielen, und zwar über Lottoland. Und wenn dir dein Körper nicht gefällt, dann hat auch da Tanja für dich die richtige Anlaufstelle. Die Nasenspitze ein bisschen angehoben und die Nase begradigt. Boah, wirklich Hammer. Einfach mit Hyaluron so ein bisschen reingetan. Wer zweimal so dreiste Werbung macht, der schreckt wirklich vor. Das ist so krass. Das hatten Julienko immer. Hat Bibi nicht auch Werbung gemacht für, wie hieß das nochmal, was so 10 Millionen Klicks hat von Jan Böhmermann. Diese beschissenste Online-Kindercasino-Kacke. Was war das? Coinmaster. Ja, Coinmaster. Geil. Der Julienko hat immer nur irgendwelche Freundinnen, die Werbung für sowas machen. Stefan, du hast eine Freundin, die macht Werbung für Coinmaster. Schmeckt ja einfach hot. Ist das geil. Nicht zurück. Auch nicht vor einem dubiosen Online-Shop, der Esoterik-Sachen verkauft. Wie zum Beispiel diese tolle Klangschale. Die wurde gesegnet vom Schamanen Wilma Eierkraulen. Oh mein Gott, Leute. Nein. Ich habe ein Paket von Zodiac Essential bekommen. Jedenfalls, wie gesagt, glaube ich daran. Und hier habt ihr dann auch noch so Chakra-Steine von Zodiac Essential. Und die erinnern mich total an die Malediven, weil wir sollten uns immer Steine aussuchen und die beiden meditieren jedes Mal bei uns tragen, je nachdem, was wir uns für einen Stein ausgesucht haben. Das ist die neue Freundin von Julienko, immer noch. Die macht jetzt Werbung für die Steine von Wilma Eierkraulen. Kommt es an eine bestimmte Körperstelle. Das zum Beispiel ist hier der Rosenquarz und das ist der Stein der Verliebten. Das finde ich wirklich richtig schön. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Produkt und bucht für eine Menge Geld Tanja, dass sie dafür Werbung macht. Und dann verkauft sie den Zuschauern auch noch, wie authentisch sie ist, weil sie diese Steine schon so lange hat und so sehr liebt und immer benutzt. Und am Ende verwechselt sie den Stein. Weil das ist nicht der Rosenquarz, der sieht nämlich so aus. Was der auch macht zum Beispiel ist, der stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt und so weiter. Meiner Meinung nach sehr, sehr uncool zu behaupten, dass dieser Stein dich bei Depressionen stärkt. Und dann noch zu behaupten, dass du diesen Stein immer hier hinlegst, um die Wirkung zu spüren. Und das, obwohl du ihn erst 24 Stunden vorher bekommen hast,
doppelt uncool. Also beim spirituellen Weg, finde ich, muss man immer seinen eigenen finden. Da helfen die Chakrasteine und die Chakrakarten sehr, sehr gut. Ich habe euch die extra mal hier so hingelegt. Und ich habe einen Code für euch und der lautet Tanja10 und ihr bekommt 10% auf den gesamten Einkauf. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas auch. Und was ich noch viel mehr liebe, sind die ganzen kleinen Detektive da draußen auf TikTok und Instagram. Ihr habt nämlich alle Easter Eggs gefunden, die Tanja und ihr Management einfach übersehen haben. Und das hat Tanja dann auch früher oder später mitbekommen und hat sich auf Instagram nochmal geäußert. Ja, was soll ich euch sagen? Lustig. Also gut gemacht. Das ist ja, oh mein Gott, das Statement ist ja noch peinlicher als die Werbung. Oh mein Gott. Von dem Marvin und seinem Team hat er ein gutes Team hinter sich. Schade nur, dass er nicht den vollen Preis bezahlt hat oder zahlen musste. Schade, dass du für Geld lügst. Ich muss euch aber leider ehrlich sagen, ich glaube an sowas. Ich glaube an Heilkristalle. Ich hatte die immer beim Schwimmen dabei. Ich habe Armbänder davon. Ich habe hier meine Räucherstäbchen. Ich räuchere das Haus. Was? Sie macht Werbung für 3-Cent-Steine von Wilma Eierkraulen, aber sagt sie, nee, ich habe Räucherstäbchen. Die räuchert das Haus zu viel. Vielleicht sollte ich mal die Räucherstäbchen eine Woche auslassen. Mal komplett aus. Herzlich willkommen zum großen Influencer-Rückwärtsrudern. Tanja versucht natürlich jetzt noch schnell, die Räucherstäbchen aus dem Feuer zu holen. Blöd nur, dass das keine Räucherstäbchen sind, die sie da zeigt, sondern ein Salbeibündel. Selbst ich weiß das. Ich glaube an sowas und muss man ihm lassen. Lustig und gut gemacht. Das ist so krass unangenehm. Und hat er uns ranbekommen. Ich räuche jetzt extra alles noch mehr aus. Bro, ich muss unbedingt aufhören, das Haus auszuräuchern. Das geht gar nicht. Die zündet sich Salbei an und das verräuchert das ganze Haus. Die muss also irgendwie, also wow. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist schon sehr, sehr witzig. Also wir haben jetzt gerade die ganzen Einzelheiten bekommen und Ich bin ja nicht der Schamane Wilma Eierkraulen und deswegen kann ich irgendwie nicht ihre Emotionen greifen. Ich weiß nicht, was sie wirklich meint. Sie sagt zwar, sie findet es mega lustig, wirkt dabei aber super salzig. Könnt ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Was glaubt ihr denn, was geht in Tanjas Kopf vor? Erstens, sie findet es wirklich mega lustig oder zweitens, sie ist mega salzig. Oder drittens, wenn ihr selber nicht wisst, schreibt einfach mal Wilma Eierkraulen in die Kommentare. Das waren die Videos zu Zodiac Essential. Ich hoffe, der Streich hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und zu guter Letzt muss ich noch einmal sagen, glaubt nicht alles, was euch Leute im Internet erzählen. Aber eine Sache, die könnt ihr glauben, denn ein Abo auf diesem Kanal, das lohnt sich sehr. Denn das bringt nicht nur Glück, sondern auch eine Menge Magie. Ja, bei mir auch.